Der Abschleppdienst Potsdam Nord, südlich von Berlin. Die Straßen rund um und in Potsdam sind das Revier von den Abschleppern Ron Knopke, Oliver Schkade und Chefabschlepper Michael Neuhoff. 7 Uhr morgens, Arbeitsbeginn für Olli und Micha. Ihr erster Auftrag? Der Abtransport eines LKW, der am Vorabend in einen schweren Unfall verwickelt war. Jetzt bringen die beiden den Laster in eine Werkstatt zur Reparatur. Ja, gucken wir mit der Höhe, okay? Geht, Michi. Alles gut? Ja, geht noch weiter. Langsam. Müssen ein Stück runternehmen erstmal. Setzen hinten auf. Denn so passt der LKW nicht in die Halle. Geht, Olli? Abschlepper Olli lässt den Pannen-LKW ein Stück runter. Mach mal langsam bitte weiter. Nur wenige Zentimeter über dem Boden rollt das Gespann jetzt in die Werkstatt. Super. Geschafft. Aber eben doch nicht ganz. Der Sattelzug muss jetzt vom Schlepper runter. Und dann geht's weiter mit den Reifen. Olli! Olli! Jawohl? Komm mal hier rüber, wenn ich rausfahre langsam, ja? Pass auf, ich kippen mal ein bisschen, ja? Micha lässt das Gespann auf den Boden runter, um die Brille vom LKW ablösen zu können. Gut. So, alles frei. Das Schleppfahrzeug kann wieder aus der Halle fahren. Micha ist seit 20 Jahren Abschlepper, aber solch ein demoliertes Fahrzeug sieht auch er nicht alle Tage. Wir wissen eben nur, dass er auf dem Pkw aufgefahren ist und dann beim Ausweichmanöver von dem Pkw ist er dann noch gegen eine Ampel komplett gegengefahren und ja, zwei Verletzte, ziemlich schwer Verletzte sollen auch bei ihm gewesen sein. Also so soll der Unfall entstanden sein. Er wird wahrscheinlich durch die Sonne soll er geblendet worden sein, weil er gegen die Sonne gefahren ist gestern Nachmittag. Dass es nur ein Pkw war im Endeffekt, muss man mal überlegen, wa? Wo er also raufgefahren ist und schon so beschädigt ist. Ja. Und dann die Ampel natürlich noch, ja. Das ist nun mal leider so. Passiert. Ist unser Job. Und der muss ja auch gemacht werden. Für Abschlepper Olli und Chef Micha geht es zurück nach Potsdam. Feierabend gibt es für die Abschlepper nicht. 365 Tage, 24 Stunden hört sich jetzt erstmal nur mit Worten so an. Aber die einfach mal zu durchleben und das über, sag ich mal, 12, 15, 20 Jahre, das sind natürlich Zeiten, wo viel Freizeit auf der Strecke bleibt. Mit der Zeit hat der 49-Jährige gemerkt, dass dieser Ausgleich wichtig ist, um den Job durchzustehen. Ganz großes Hobby sieht man natürlich bei uns draußen, sind unsere eigenen Fahrzeuge. Ob es Pickups sind, amerikanische, Harley fahren, Jetski fahren. Also da holen wir uns unseren Ausgleich, da hole ich mir jedenfalls. Also das ist so mein Ausgleich hier, ja. Und mit dem Ferrari, ja, da fahre ich immer ganz gerne mal so zur Ostsee hoch und so. So ein bisschen eben relaxen und mal abschalten. Sehr gerne machen wir Camping und dann haben wir auch ein kleines Zelt bei und dann fahren wir auch mit diesem Auto Camping machen. Ja, das ist auf dem Campingplatz immer sehr lustig, muss ich sagen. Dann ruft auch schon wieder die Arbeit. Olli macht sich auf den Weg zu einem Unfall. In der Zwischenzeit bekommt Micha einen Anruf. Ja, bitte? Ja? Ja, LKW, wo brennt der? A10, okay. Zwischen Ludwigsfelde West und Nutetal, okay. Ja? Gut, ja, nee, wir sind bereit, wir werden bereit dann. Okay, gut. Okay, alles klar. Ich kümmere mich schon mal drum. Tschüss. Ron? Oh, könnte sein, dass wir einen LKW kriegen, der brennt, ja? Der liegt jetzt auf der A10 noch, aber die müssen gucken, also soll die Fahnen gut sein. Also werden wir uns schon mal bereit machen vielleicht, okay? Okay. Also anliegen tut im Moment, dass ein LKW komplett mit Ladung durch eine Mittelleitplanke gebrochen ist zwischen Dreieck Nutetal und Ludwigsfelde, Fahrtrichtung Frankfurt-Oder, und der ist durch die Leitplanke durch, umgekippt und brennt zurzeit. Der LKW hat Gefahrgut geladen und deshalb können wir jetzt noch nicht los. Wir müssen erstmal warten, was die Polizei und eben die Sachverständigen da vor Ort anfordern und was sie haben wollen. Bis das Go kommt, kann es aber noch dauern. Genug Zeit also, dass Kollege Ron Knopke letzte Vorbereitungen treffen kann. Unser Vorteil ist, wir sind immer vorbereitet.
quasi nach jedem Einsatz, den wir fahren, sind die Fahrzeuge immer vorbereitet, alles draufgelegt, was wir verbrauchen, wird draufgepackt. Die einzige Vorbereitung ist vor dem Einsatz, wir müssen nur auswählen, welches Fahrzeug wir nehmen, weil jedes ist startklar und für den entsprechenden Einsatz gerüstet und alles ist drauf. Wir müssen nur genau wissen, was ist los, ansonsten können wir alles mitnehmen. Wir können alles selber fast von der Straße holen. Das ist unsere Vorbereitung. Immer vorbereitet zu sein. Und dann kann es auch schon losgehen. Chef Micha hat den Auftrag für das Abschleppen erhalten. Jetzt müssen sie nur noch die Einzelheiten klären. Okay, wir starten jetzt und wir nehmen einen von diesen LKWs, der da in den Unfall verwickelt war. Den nehmen wir jetzt mit. Ja? In den Pannenwagen mit und den Berger mit. Und dann müssen wir mal da vor Ort gucken, was wir da reparieren müssen. Weil der soll auch Reifen noch defekt sein und alles. Das machen wir noch vor Ort. Wir müssen nur rückwärts auf der Autobahn hochfahren. Okay. Von der 150. Wir werden Michendorf und dann fahren wir zurück Richtung Berlin und dann fahren wir rückwärts auf die Tangente auf der A10 rauf. Ich folge dir. Du folgst mir, okay. Aber du musst am Pannenwagen zuerst rückwärts rauf fahren. Also ich fahr vor, bremse ab und dann du hinter mir und dann fährst du zuerst hoch, okay? Alles klar. Dieses Rückwärtsfahren auf der Autobahn bedingt ja immer erstmal eine Genehmigung von der Polizei und sie ist ja trotz allem mit Risiken verbunden. Die Abschlepper machen sich auf den Weg zum Unfallort. Der Abschlepp-LKW voraus, der Pannenwagen hinterher. So, wir kommen jetzt zu unserer Besonderheit. Wir versuchen jetzt zu der zweiten Unfallstelle zu kommen, die wohl mit in den großen Unfall involviert sollen sein. Über kleine Umwege, da wir da nicht direkt Zufahrt haben, müssen wir die ganze Geschichte im Rückwärtsgang und den Wagen. Keine alltägliche Sache. Auch wenn Ron und Micha schon einiges auf den Straßen erlebt haben, ist auch für sie das Geisterfahren eine besondere Angelegenheit. Es kommt sehr selten vor, als Geisterfahrer, in Anführungsstrichen als Geisterfahrer, auf der Autobahn unterwegs zu sein. In dem Fall war die Autobahn ja nun komplett gesperrt. Wir hatten ja in dem Fall keinen Gegenverkehr. Aber auch eine abgesperrte Autobahn ist nicht immer so frei, wie man denkt. Rückwärtsfahren auf der Autobahn ist immer mit Risiken verbunden. Das haben wir ja nun selber gemerkt, wo die Feuerwehr uns noch mal entgegenkam und so weiter. Und es kann immer jemand da losfahren und nicht damit rechnen, dass jemand zurückfährt. Also es ist immer mit Risiken verbunden. Zum Glück ist in diesem Fall alles gut gegangen. Für den letzten Kilometer geht es für den Abschlepp-LKW und den Pannenwagen vorwärts weiter. Von Weitem sehen Micha und Ron bereits das Ausmaß des Unfalls. Also mein erster Eindruck von dem Unfallort war doch schon sehr überwältigend, weil ja doch schon eine große Anzahl an Rettungskräften, Feuerwehr etc. vor Ort waren. Es ist natürlich dort eine Situation schon gewesen, die wir auch nicht tagtäglich haben. Polizei, Feuerwehr, Sanitäter, Einsatzfahrzeuge, soweit das Auge reicht. Und auch für Micha und Ron soll es noch richtig heikel werden, denn der brennende LKW hat giftige Säure geladen.